Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Wochenenergie vom 11.09. bis 17.09. Ihr habt es bestimmt gesehen, heute Nachmittag musste ich bis 4 Uhr daheim sein, also daheim bleiben. Konnte also den schönen Tag nicht so sehr genießen, weil ich im Haus bleiben musste, hatte einen bestimmten Grund. Also wollte ich eine Live-Legung machen, ja, die nicht funktioniert hat. Ging nicht. Keine Live-Legung möglich. Live nicht möglich. Ein Problem ist aufgetreten. Ja, dann habe ich es halt ohne Live gemacht und habe es euch jetzt geschickt. Ich hoffe, ihr habt Freude daran. So, und jetzt kommen wir zu der Wochenenergie dieser Woche, was wir so erwarten dürfen, welche Einflüsse oder Glücksgriffe wir haben. Nehmen wir die hier als Hauptenergie in der Mitte und schauen wir mal. Wir gucken. Na, gehst du jetzt her. So, ciao. Also, unsere Hauptenergie diese Woche sind Lösungen finden. Das ist doch eine schöne Energie. Also, es muss aufgehen, aber wir wollen Lösungen finden. Wir sind lösungsorientiert. Und das mit Freude. Und das ist schon mal das Erste, wo ich sage, dann funktioniert es auch, wenn ich mit Freude hier agiere. Ja, hier haben wir die Manipulation. Das ist immer doof, vor der haben wir Angst. Ja, also. Irgendein Problem gibt es, wir wollen es lösen mit Freude, wissen wir schaffen das und dann, aber, da kommt der Kopf. Aber wenn das passiert und bla 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 bla, das ist der Kopf. Der reine Verstand. Im Fokus, das Hier und Jetzt, das Jetzt, das, es geht darum. Also wir sind lösungsorientiert, ist egal um was es geht. Lösungen, also Probleme, wenn man eine Lösung braucht, haben wir ein Problem. In der Partnerschaft, im Handwerk, im Haus, in der Arbeit, in der Liebe, im Glück, im Geld, in keine Ahnung. Vollkommen wurscht mit dem Fahrrad, was er Platten hat. Mit Fahrrad, weil er Platten hat. Wir steigen mit Freude da ein. Und dann kommt eben das, was ist jetzt wenn? Also ich flicke jetzt praktisch das Fahrrad, ist bleibt beim Fahrrad, sind Platten. Also ich habe mein Fahrradkit, wie ist das bei mir damals, da, oder eben ein altes Fahrradkit, weil es das heutzutage nicht mehr so gibt, glaube ich. Ich weiß nicht, ich fahre nicht mehr Fahrrad, dann weiß ich es nicht. Und mache mich daran, das zu flicken, und dann kommt hier die Manipulation vom Verstand, das bist du jetzt selber, wenn jetzt der Kleber nicht mehr funktioniert, wenn ich das jetzt verkehrt mache und dann wegfahre und dann geht die Luft wieder aus. Wenn. Dann geht das mit, nein, nicht mit Sicherheit, aber dann ist das Reparieren des Fahrrades nicht mehr mit viel Freude, sondern schon mal sehr mühsam, weil du alles doppelt und dreifach kontrollieren musst, weil du dir nicht vertraust. Weil es könnte ja, wenn. Die Lösung liegt hier schon da. Fokussiere dich ins Jetzt. Hier, jetzt starten wir dieses Fahrrad zu reparieren und wir arbeiten daran. Ende. Das gleiche ist mit Glaubenssätze. Ich gehe mit Freude in einen Glaubenssatz. Glaubenssatz, alles geht schief. Oder zum Beispiel der Glaubenssatz, ich wache am Montag in der Früh auf und denke mir, oh, das wird eine Scheißwoche. Das ist ein Glaubenssatz, nichts anders. Nichts anders. Es gibt bestimmte Menschen, die sagen, ja, das ist die Energie, die du jetzt auffängst und bla bla bla. Kann schon möglich sein, dass das die Energie ist. Aber du entscheidest, welche Energie du nimmst. Du hast jede Energie zur Verfügung. Und wenn du gerade diese Energie nimmst, die vielleicht ein bisschen stärker ist, das kann schon möglich sein. Aber ist egal, wie stark die Energie ist. Wenn ich sage, nee, schieb mal dich auf die Seite, ich nehme lieber diese Glücksenergie, die hinter dir steht. Auch wenn die kleiner ist wie du, deswegen nehme ich sie auch. Das heißt nämlich nicht, dass sie schwächer ist, sondern nur vom Volumen kleiner. Kann ich machen, ist meine Entscheidung. Also ich wache jetzt am Montag auf und oh, alles wird... Das ist eine Scheißwoche, weil ich muss zum Chef rein und ich muss noch da ab Krankenhaus was abholen und für meine Mutter irgendwas machen. Du weißt, diese Woche bist du sehr beschäftigt mit Sachen, die du eigentlich nicht so gerne magst, die vielleicht mühsam sind, die vielleicht, wo du ein bisschen Angst davor hast beim Chef oder so. Also ist das eine Scheißwoche. Jetzt wachst du jetzt mit dir auf.
Du hast aber beim Schlafengehen zum Beispiel hier Lösungen gesucht. Lösung für das Gespräch mit dem Chef, Lösung, wie bringe ich das am Dienstag unter den Hut, dass ich in die Apotheke und ins Krankenhaus fahre, wie kann ich das kombinieren, dass ich dann immer noch ein bisschen Zeit für mich habe. Also du hast Lösungen gesucht mit Freude und wahrscheinlich auch welche gefunden und wachst auf, oh, das haut sowieso nicht hin. Dann bleib fokussiert auf deine Lösungen in der Freude. Du hast in der Freude Lösungen gefunden, mach's halt einfach. Schieb diese weg. Denn das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, mich wieder auf diese Angst, auf diese Manipulation von mir selber einzulassen. Und gerade solche Sachen, wo der Verstand eben erzählt, es könnte ja nicht so sein, das passiert uns allen. Also erzähl mir nicht, es passiert dir nicht. Selbst wenn du noch so optimistisch bist, selbst wenn du noch so gut drauf bist, noch so sehr angebunden ist, passiert dir auch, dass du in diese Falle fällst. Weil ein Glaubenssatz sich ja immer wieder, es kommt ja immer wieder. Und was der Glaubenssatz noch hat, ist, der kriegt eine Routine. Jeder Glaubenssatz kriegt eine Routine, der eingeschleift ist. Du fühlst dich 3 Tage gut und dann kommt der Scheiß. Oder 3 Tage ist das Leben schön, du bist in Freude, dann kommt der Scheiß am 4. Tag. Du weißt überhaupt nicht warum, du wachst auf, bist schlecht gelaunt. Weil solche Glaubenssätze, eine Routine machen. Alle 3 Tage, alle 5 Tage. Ich kriege mein Leben auf die Reihe, kann ein bisschen Geld sparen und dann kommt wieder irgendetwas. Auch das kann eine Routine werden. Also dieser Glaubenssatz wirkt zwar immer, wenn du dran denkst und immer, wenn du ihn antriggerst mit irgendwelchen Gedanken, er hat aber auch eine gewisse Schleife. Und darum kommt auch diese Angst. Und da kannst du nur sagen, stopp. Also du hast jetzt hier dran an einer Lösung gearbeitet, merkst, und das merkst du. Du bist hier in einer Freude, mit der du deine Lösung gesucht hast und auf einmal sagt der Verstand, nee, das funktioniert eigentlich nicht. Mein Gott, das ist ja alles ganz schlimm. Du kommst aus diesem Ding gleich gar nicht mehr raus. Du kannst nur rigoros sagen, stopp. Also zu dir selber, zu deinen Gedanken, zu deinem Kopf, zu deinen Beschreibungen, was auch immer. Nein, das will ich jetzt nicht mehr. Ich habe eine Lösung gefunden. Ihr dürft jetzt gehen. Richtig Stopp sagen und die dann wirklich aus dem Leben schmeißen, und das meine ich so, nicht kaum vor sonst irgendwas, sondern Stopp, du hast deine Sache erfüllt, du darfst jetzt gehen, Ende. Und dann nicht mit Gewalt wieder hoffen, in die Freude zu kommen, sondern einfach mal das rausschmeißen, die Negativität, und dann erstmal weiter, ich sagte ja morgen, sich anziehen, sich die Zähne putzen. Und du hast es rausgeschmissen und dann kommen so Gedanken wie, ja doch, könnte doch schon klappen, krieg ich schon hin und bla bla bla. Und kommst dann wieder in diese Positivität der Freude hinein. Also glaube nicht, wenn du Stopp sagst, dass die Freude sofort wieder da ist. Die kommt erst wieder. Man muss ja bloß den Raum lassen. Und darum jetzt nicht mit Gewalt versuchen, in die Freude zu kommen, mit Gewalt versuchen, in den Optimismus zu kommen. Oder was auch viel Menschen haben, ist, sind diese ewigen Zweifel. Das, was funktioniert, der Zweifel, ja, ist ja eh wurscht. Auch da, und wenn du das geht nur, wenn du darüber das bereinigt hast oder darüber nachgedacht hast und so weiter und dann die Entscheidung getroffen hast, will ich nicht mehr, dann wirklich sagen, stopp, Zweifel, ich habe dich gesehen, du darfst jetzt wieder gehen. Und dann dir erst mal ein bisschen Zeit lassen, wieder in das Positive zu kommen. So, das heißt also, wir haben Lösungen diese Woche für alle möglichen Sachen und es heißt, lass dich nicht manipulieren, sag dem Stopp und geh freudig an deine Arbeit. Du wirst die Freude sehen und du wirst die Manipulation sehen. Also das ist das, was ich gerade gesagt habe, du merkst es. Du entscheidest, wo du hinschaust. Dass es zu sehen ist, merkst du auch an anderen Menschen. Merkst du aber auch, diese Vaterkarte ist eine dominante Karte, das heißt, die hat Gewicht, wenn du als Kind, wenn der Vater, meistens so, wenn ein Elternteil es konnte, rote Linien zu ziehen und einen gewissen Tonfall hatte, das habe ich mit meinen Kindern gemacht, wenn ich da gesagt habe, und jetzt ist gut, aber mit einem gewissen Tonfall, dann wussten meine Kinder, jetzt brauchen sie nicht mehr. Und das ist eben diese Karte, dieser Ausdruck dieser Karte, der eben sagt,
das kommt hier so in dein Leben, du merkst es, das ist hier dominant, kommt das. Diese Manipulation und Angst kommt dominant, du merkst es absolut, also das ist, schleicht sich nicht so ein wie ab und zu, dass du erst nach 2 Stunden merkst, dass du grantig bist und gar nicht weißt warum, sondern das kommt auf den Schlag. Also eine dominante Energie, die hier kommt und uns Angst macht, weil wir hier den weiblichen Aspekt haben, weil wir mit Freude an Lösungen gearbeitet haben und verschiedene Sachen gesehen haben. Kommt hier eine dominante Manipulationsenergie, die einfach sagt, aber wenn, wenn dann, wenn dann, wenn das, wenn das passiert und so weiter. Und das ist die große Gefahr darin. Das habe ich euch gerade erklärt. Dann haben wir eine doppelte Gefahr, weil das ist ja eine Kollektivenergie. Das heißt, dieses dominante Negativenergie der Manipulation, die über uns kommt, die wir merken, weil wir eben irgendwelche Lösungen haben, erfahren alle Menschen, die um uns herum sind, mehr oder weniger. Einer spürt es mehr, einer weniger, obwohl man spürt, obwohl man sieht. Aber durch das, dass die im Kollektiv kommen, also nicht bloß bei dir, sondern auch in gewisser Weise bei deiner Frau, bei deinen Kindern, bei deinem Nachbarn und so weiter, im Bus, im Bahn, überall, dich hier noch mehr anzustecken, noch mehr in Gedanken zu kommen. Das bringt das. Das braucht Mut, wirklich Stopp zu sagen. Das geht nämlich. Ich lasse mich nicht mehr anstecken von gar nichts. Hier in dieser Woche ist eine ganz große Gefahr, uns manipulieren zu lassen, von jeglicher Art und Weise. Denn die Arbeit heißt zwar Arbeit, ja, aber wie ihr gesehen habt, wir haben den Fokus hier und jetzt und arbeiten mit Freude an der Lösung. Also es ist nicht nur die Arbeit, es ist alles. Jede Lösung, die du brauchst. Geldproblemen, Emotionsproblemen, Liebeskummer, vollkommen wurscht. Jedes Problem, was du empfindest, über das kannst du diese Woche Lösungen finden. Absolut. Es ist nur, dass die Energien diese Woche auch so sind, dass sich hier permanent, und das muss ich ja sagen, das ist permanent, und mit Macht dich ins Pessimistische treiben wollen. Und da kannst du nur den Mut haben und sagen, stopp, das geht gar nicht anders. Wenn du dich da treiben lässt oder wenn du das wegschiebst, kommt die Kollektivenergie und schiebt es immer wieder an dir ran. Und irgendwann gibst du auf, irgendwann merkst du es nicht mehr, irgendwann passt nicht auf oder so. Da kannst du wirklich nur eine Entscheidung treffen. Das ist hier absolut dringend nötig. Das ist in der Beziehung, das ist in allen Lebenslagen. Und das ist hier nur eine Gefahr, du siehst es ja. Diese Energie ist zwar mächtig auf gewisse Art und Weise, bringt dich zum Nachdenken, bringt dich in das Gedankenkarussell, aber es ist nur eine Gefahr. Hab den Mut und sage Stopp. Nur um das geht es diese Woche. Grenzen zu setzen, seinen eigenen Ängsten, den Manipulationen von uns selbst und von außen, weil sie wir auch sehen, spüren. Also das Sehen ist ja nur ein Beispiel für Hören, Sehen, Fühlen, Empfinden, Wissen, bla bla bla. Das ist ja etwas, wo ich sage, das nehme ich auf irgendeine Art und Weise wahr, also wahrnehmen. Und dem zu sagen, nein, mit dem Spiel spiele ich nicht mit. Bei vielen unbewussten Menschen ist es dann auch wirklich so, dass die hier in die Angst fallen, wegen Heizungsgesetz, wegen C-Blödsinn, wegen, keine Ahnung, morgen geht die Welt unter, die allein mit solchen ausgelutschten Triggern hier wirklich immer noch in die Angst fallen. Aber ich würde sagen, bei uns allen, also die hier zusehen und schon ein bisschen aufgeweckt sind, kommen die punktueller. Also uns kann man mit solchen Blödsinn wie C-Krampf nicht mehr hinterm Ofen vorlocken, zumindest mich nicht, auch nicht mit dem Heizungsblödsinn. Vollkommen wurscht, die können mich da gar nicht meinen, da stehe ich drüber. Ich habe eher das Problem mit mir selber. Also ich habe ja, hab das mal wieder heute Nachmittag erlebt, ich sage, die Manuela, glaube ich, hat mir geschrieben, dass bei ihr die Energien auch schon vorher und nachher wirken. Also es geht nicht bloß mir so. Und ich bin heute Nachmittag um 4, also wo ich dann weg konnte, in so ein Loch gefallen, 2 Stunden lang, wo ich gesagt habe, ich kam dann auch nicht raus, bis ich gesagt habe,
stopp. Ich habe es mir von der Seele geschrieben und dann, nee, will ich nicht mehr. Ich will jetzt eine Lösung haben, also auch lösungsorientiert. Und habe nach einer Lösung gebeten, die ich auch schon, glaube ich, bekommen habe. Ich habe ganz definitiv um eine Lösung für mein Problem gesehen, dass ich immer wieder in dieses Loch falle. Und das hat ja eine Schleife, ich kenne diese Schleife ja bei mir schon. Und jetzt eine endgültige Lösung und ich habe gerade etwas gesehen, was mir eine Lösung gezeigt hat. Mal gucken. Aber zumindest ist mein Weg, den ich gehen kann und probieren kann. Ich muss immer erstmal alles ausprobieren. Wenn es klappt, werde ich es euch weitergeben. Gut, also, wir haben hier viele Lösungen. Habt den Mut, es durchzusetzen. Das ist das, was die Wochenenergie sagt. Gedanken kommen natürlich immer wieder, aber du siehst hier, du kannst dich in die Gefahr der Negativ-Kollektiv-Gedanken setzen oder du nimmst die Gedanken der Freude von dir selber auf, die du im Fokus halten kannst und dann immer mehr im Fokus halten kannst, weil du hier mannigfaltig Freude hast. Und damit wird dir auch diese Lösungen gelingen, ist egal um was es geht. Eine interessante Wochenenergie, eine Aufgabe, weil hier der Vater wirklich dominant ist. Ich schaue jetzt gerade, wenn ich das jetzt nochmal runterziehen soll, aufs Weltliche sehen wir hier den Vater, die Mutter, den Bruder, eine Person aus deinem Leben, der dich manipulieren will. Und ja, und der eben mit so Argumente kommt. Ja, was sollen die Leute sagen, die meisten Menschen sagen, der Spezialist im Fernsehen sagt, ich habe gehört das, bla bla bla, der also ein Kollektivdenken, ein Kollektivwissen, und das kommt meistens aus dem Fernseher, aus den Zeitungen und so weiter, dich hier zum Nachdenken bringt. Wenn du jetzt bloß sagst, okay, ich möchte mich ja selbstständig machen, dann kommt dein Vater, dein Bruder, deine Schwester, vollkommen wurscht, und sagt, du denk mal drüber nach, zu dieser Zeit willst du das wirklich riskieren, bla 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 bla. Und das bringt dich dann wieder zum Nachdenken, obwohl du hier mit Freude und guten Energien raufgegangen bist, heißt hier Mut haben. Auch das liegt hier drin, dass dich andere Menschen von deinem Weg abbringen. Das heißt, habe ihn im Fokus und habe ihn im Mut. Ich meine damit nicht, werd leichtsinnig, aber wenn du überzeugt davon bist, lass dich. Du kannst drüber nachdenken, über das, was sie sagen, aber dich nicht da reinziehen lassen. Auch das liegt hier. Gut, das ist die Wochenenergie. Wir kommen zur Tagesenergie und wir sehen uns gleich. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder.
und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.